Ich darf für die nächsten 24 Stunden 652 chinesische Pferde reiten. Ein elektrisches SUV, was richtig Power hat. Warum ich jetzt den Schlüssel hier bei ThyssenKrupp gleich abhole, das erzähle ich euch, wenn ich im trockenen Auto sitze. Es fängt nämlich an zu nieseln. Ich habe den Schlüssel und da sehe ich doch das Auto auch schon. Kaum zu übersehen, wie groß das Ding ist, der Wahnsinn. Und das ist jetzt eben der NIO ES8. In China fährt er schon auf der Straße rum. In Europa kennt ihn noch keiner, obwohl nächstes Jahr dann auf den Markt kommt. Und die Dimensionen von dem Teil, wow. Ich glaube, das ist der größte PKW, den ich dann jemals gefahren sein werde. Schauen wir von innen. So, wie mache ich hier? So, aha, komm hier raus, fahren ein. Und das ist der Innenraum. Hier mit einem Assistenten. Spannend, spannend. Schauen, wann er uns hört. Der Warnton seinen Dienst tut. Oh, nee, hat er nicht. Ich habe meine Sachen in den Kofferraum geschmissen, der übrigens ziemlich groß ist. Und da hier alles auf Chinesisch ist, nehme ich mein Handy zum Navigieren. Es geht nach Krefeld, wo ich Kumpels besuche. Die haben sicher auch Bock, das Auto zu sehen. Kennt sogar vielleicht der eine oder andere von euch, Felix und Julian. Und hier habe ich entdeckt, na, komm her, in der Mittelkonsole ist der USB-Anschluss. So, dann geht der Akku hier auch nicht leer. Ich will mich jetzt doch einmal vertraut machen mit diesem Display hier. Okay, das hier ist die Reichweite, die ich zur Verfügung habe. Das ist, sieht aus wie ein Energieprofil. Nomi ist sie hier, der Assistent. Pja. Hey Nomi. Hey. Ni hao. Mehr weiß ich nicht. Oh, wir verstehen es aber gut. Ich bin losgerollt, hier kommt der erste Test. Der erste Beschleunigungstest, bergauf auch noch. Ja, wir werden Spaß haben. Na gut. Witzig, schaut mal, was vor mir fährt. Ein Auto mit Bielstein-Beklebung. Bielstein gehört zu ThyssenKrupp. Die machen die ganzen Dämpfersysteme, zum Beispiel im Tesla sind die drin und in ganz vielen anderen Autos auch. Ich war doch mit denen in Nordschweden auf einem zugefrorenen See. Sind sehr geile Sachen entstanden. Das verlinke ich euch definitiv hier in der Beschreibungsbox und hier links, rechts im Büro. Ja, Leute, ich sitze gerade zum ersten Mal im, wie heißt das Auto? Ja, das ist jetzt NIO, die Frage. ES8. NIO ist die Firma. NIO? Ja, ja. Das ist der ES8, das ist das Modell. Der ES8 oder ES8? Ja. Wow! Also ziehen tut auf jeden Fall schon mal vernünftig. Also da muss man sich keine Illusion machen. Alex, wie fest bist du? Immer gut, der erste Überraschungseffekt. Das denkt man nicht, weil das Auto so fett ist. Aber es hat richtig Zug dahinter. Ey, aber das Auto hat eine Wackelkatze eingebaut. Ich fand irgendwie in Videos immer, dass es komisch aussah, aber jetzt in echt finde ich es übel niedlich. Hey, Nomi. Kamala. Können wir Chinesisch? Oh nein, es hat auch runde Augen. Ich komme alles nicht mehr. Ey, verliebt euch nicht, Jungs. So Internetmenschen. Sobald eine Katze im Video ist, alle am Eskalieren. Ich muss auch sagen, so prinzipiell, ich bin erstmal so als erster Eindruck positiv überrascht, wie gut es verarbeitet ist. Ne? So, jetzt wird eingeparkt. Ich bin ein bisschen nervös. Das Ding ist ein Schiff, aber die Parklücke. Die ist riesig. Ja, ist ja gut, Jungs. Ist hier. Oh, das ist jetzt natürlich risky. Oh, er schlägt ein. Wo schaue ich hin? Das ist voll neu für mich, so die Ansicht. Passt. War gut, oder? Kannst mal schauen, wie weit ich weg bin vom Bordstein. Ist okay, ne? Ist okay. Also, wir haben gerade gut gegessen. Das sind übrigens Felix und Julian jetzt einmal als hier vorgestellt. Die haben auch YouTube-Kanäle. Felix, mit dir bin ich erstmal Elektroauto gefahren. Ich hab dich zum Model S gebracht. Und du so? Es gibt ein Video auf unserem Kanal, ne, wo Alex sagt so, ich könnte mir niemals vorstellen, Model S zu kaufen. Und ich sag so, Model S, bestes Auto. Also da fehlt ganz viel Kontext hier. Also, Jahr später, er hat eins. Wir verlinken das wieder in der Beschreibungsbox. Das war vor 4 Jahren. Es war eine herrlich wilde Elektroauto-Erfahrung. Wir sind fast liegen geblieben. Super cool, es hat viel Spaß gemacht. Ich war am Ende krank. Weiter geht's in Mönchengladbach. Bin noch zum Abendessen mit der Steffi verabredet. Der Parkgaragencheck. So, mit so einem Panzer hier in eine enge Garage fahren, das kann eklig werden. Hier fängt schon mal an, da wird es enger. Ja, noch komme ich durch. Gut, ich habe Glück. Das ist ein recht modernes Parkhaus mit großen Parkbuchten.
Ladestation habe ich jetzt nicht gefunden hier auf Anhieb, aber Hauptsache ich bin erstmal hier vernünftig eingeparkt und komme nicht zu spät. Netten Vapiano-Drink genossen, jetzt im Elektroauto. Bist du schon mal Elektroauto gefahren? Noch nie. Noch nie? Noch nie. Also selber nicht gefahren oder noch nie drin gesessen? Noch nie drin gesessen. Noch nichts mit zu tun gehabt. Also dieses Geräusch, wie findest du das? So dieses, es ist beruhigend, auf jeden Fall. Du hast gemeint, es beruhigend für sich. Du machst ja einen Instagram-Account. So, genau. Ne? Und um was geht es bei dir? Bei mir geht es eigentlich um Fitness, Lifestyle, Ernährung, mein Leben einfach so ein bisschen. Ja? Ja. Nee, cool, ja, definitiv. Ich verlinke es auch in der Beschreibungsbox. Ja, gerne. Und was ich an Elektroautos so gerne mag und warum ich dazu Videos mache, ist unter anderem auch einfach so dieses direkte... Wir haben einen coolen Menüunterpunkt gefunden. Schaut mal hier. Das sieht doch aus wie eine Fotogalerie. Also da klicken wir natürlich sofort drauf, ne? Hier als Instagramerin sofort auf die Fotos. Und kennst du diesen Kollegen? Warte, wo war er? Da! Natürlich! Das ist natürlich der gute Grip-Moderator, der Mann. Aber wir machen jetzt auch wir kriegen ein schöneres Foto als die Kollegen, ja? Also, ich weiß, dass mit dem Assistenten funktioniert. Gib mir einen Moment, ich hab eine Idee. Hey, Naomi. Seina. Ey, es hat geklappt. Google Translate. Das ist der Trick. Ich muss die Sachen nur auf Englisch hier eingeben und dann sagt mein Handy auf Chinesisch dem Auto, was machen soll. Und würdest du es auf Instagram hochladen? Nein. Oh Mann. Okay, schade. Wir haben es versucht. Ich fahre jetzt mal 5 Kilometer, so schnell ich kann und schaue, wie viel Energie ich verbrauche. 150 steht hier drauf. Und 5 Kilometer gefahren. Die rechte Spur. Und richtig Energie verbrannt. Schönen guten Morgen. Die zweite Hälfte meiner 24 Stunden beginnt. Die Sachen hatte ich sowieso bei Julian und Felix oben, wo ich gepennt habe. Den Rest habe ich auch nochmal ausgeräumt, um euch zu zeigen, wie viel Platz man hier im Kofferraum hat. Und das lässt sich sogar noch erweitern, indem man hier die Sitzbank nach vorne macht. Und dann ist hier wirklich einiges am Platz. Und hier kann man auch noch den Sitz hochmachen. Also das ist jetzt sicher eng. Ich habe es schon mal kurz versucht, mich da reinzusetzen. Das geht genauso lange, bis man die Rückbank dann wieder zurück macht. Und dann, also braucht man wirklich Schuhgröße, weiß ich nicht, 20 vielleicht, damit es noch funktioniert. Und ganz kurze Beine. Also für Kids wahrscheinlich okay, für Erwachsene unschön. Ich räume ein und dann fahre ich nach Düsseldorf und hole die Juro ab. Richtig gut, kenne ich auch schon aus Nordschweden, arbeitet bei Bielstein und kann Deutsch und Chinesisch. Vielleicht kann die mir ein bisschen helfen. So, um jetzt mal zu erklären, warum dieses Auto hier in Deutschland und bei ThyssenKrupp gerade ist. ThyssenKrupp macht gerade die Elektromobilitätswoche. Wie man weiß, seid ihr ein großer Zulieferer der Automobilindustrie, macht zum Beispiel Lenksysteme, Dämpfer, Stabilisatoren und seid in super vielen Autos, wie zum Beispiel auch in meinem Tesla drin oder im BMW i3 und auch in normalen Autos und eben auch in Elektroautos. Und auch NIO ist auf euch zugekommen. Und hat gesagt, wir brauchen was? Was habt ihr hier in dieses Auto reingebaut? Ja, wir haben in diesem Auto von dem Lenkrad bis zu Lenksäule, Lenkwelle und Lenkbetriebe und auch der Stabilisator. Das heißt, quasi von dem Lenkrad bis zum Reifen ist alles mit ThyssenKrupp ausgestattet. Okay. Und was auch besonders cool ist, dass du natürlich auch Chinesisch kannst. Ja. Kannst du mal mit unserer kleinen Freundin hier sprechen und zum Beispiel hier das... dass sie wieder nach hinten fahren. Mhm. Hi, Nomi. Hey. Seina. Da kai zhe yang ban. So, und hier im Menü, für mich sieht das nach Hieroglyphen aus. Was steht da so? Also der hat Blitzewarnung. Also okay. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so legal. Ja.
Wir haben hier keine Internetverbindung auch gerade, deswegen geht das alles nicht, aber so rein von Theorie. Genau. Und der hat auch Stauwarnung. Okay, ja. Der hat das ist gerade wahrscheinlich zum Beispiel hier der Fall. Hätte er wahrscheinlich... Hätte angeschlagen. Piep, piep. Okay, ich zeig jetzt Alex mal was. Hi, Nomi. Was heißt das? Schleudersitz aktivieren? Du wirst es gleich sehen. Oh! Der hat Massagesitze? Geil! Super, ne? Den Befehl musst du mir beibringen. Was hast du gesagt? Du Jashi Amo. Zu Jashi Amo. So, du rennst zur Arbeit. Ich habe eine Ladestation hier direkt im Parkhaus gefunden. Ich chill mich gleich ins Café. Danke dir nochmal. Ja. Bis zum nächsten Trip. Danke, dass du mich zur Arbeit gebracht hast. Danke, dass du mir geholfen hast hier. Ja, gerne. Bis, ja, dann. Bis dann. Ciao. Ladestation im Parkhaus gefunden. Da. Einmal hier connected. Und jetzt muss ich die Station freischalten. Man hat da oben so einen QR-Code, den habe ich eingescannt und jetzt will ich 4 Stunden laden. 12 Euro, zustimmen, weiter. Anmeldung war erfolgreich, die Steckdosen sind jetzt frei. Ja, wundervoll, cool, dass das so gut geklappt hat. Das ist doch schön, wenn Dinge funktionieren. Fahrzeug wird geladen, ein Traum. Das grüne Licht ist wirklich immer so eine Lösung. Wenn man kurz vor knapp zur Ladestation kommt, dann alles funktioniert, ist immer so, gut, gut. Ich schlendere nach meinem Mittagessen und Kaffee trinken ein bisschen durch Wuppertal. In dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, eigentlich wirklich interessant. Gestern war eben noch so eine Podiumsdiskussion mit dem Dr. Groß von ThyssenKrupp, der dort eben einer der verantwortlichen Köpfe ist für die Elektromobilität, und dem Hui Chang, ich hoffe, ich sage es halbwegs richtig, einem der Geschäftsführer von NIO, und ich als so jemand, der Elektromobilität wirklich erlebt und durch ganz Europa fährt. Und der Hui Chang hat ihm erzählt, dass in China baut NIO Akku-Wechselstationen auf. Also in China könnte ich mit dem Auto einfach zu so einer vollautomatisierten Akku-Wechselstation fahren und innerhalb von 3 Minuten wird mir mein Akku ausgetauscht mit einem vollen ersetzt. Die 4 Stunden sind in 4 Minuten um. Ich will die letzten Tropfen Strom auch noch mitnehmen, wenn ich sie schon bezahlt habe. 130 Kilometer Reichweite sind wieder drin. Man lädt hier mit 7 kW, also jetzt nicht sonderlich schnell, wenn man Wechselstromstationen lädt. Schau mal hier, als Beifahrer kann man da sehr gemütlich chillen. Und wenn man schneller laden will und eben nicht den Luxus hat, sich den Akku einfach schnell wechseln zu lassen, dann hat man hier den DC Charge Port. Geht dann bis 90 kW, habe ich mir sagen lassen. Mal schauen, wie viel wir jetzt da reingeladen haben. Das wechselt hier immer. Ja, 25 Kilowattstunden sind geladen. Sehr gut. Und übrigens, schau mal hier, auch die verwenden hier den Juice Booster. Und zwar in der Pro-Version, wo eben... Und ich darf euch das verraten, also nicht nur NIO, sondern auch die viele große deutsche Automobilhersteller benutzen den Juice Booster in ihrer Elektroautoentwicklung, weil man eben hier die ganzen Adapter wechseln kann auf der Seite und auch auf der Seite in der Pro-Version für eben die Automobilhersteller, die eben da auch verschiedenste Autos testen müssen. Ich habe den normalen Juice Booster, der perfekt ist. Ich lade alle meine Elektroautos, die ich fahre, nur mit dem Juice Booster. Macht einfach super viel Sinn. Ich habe ein Video gemacht, verlinke ich euch. Und Elektrisier-Zuschauer bekommen auch 5% Rabatt. Alles in der Beschreibungsbox. Wer Elektroauto fährt und das Ding noch nicht kennt, könnte man sich informieren. Ich kann es empfehlen. Jetzt geht's weiter. Die Carola von ThyssenKrupp hat nämlich klar gemacht, dass ich in das Werk darf, wo die Lenkung hergestellt wird. Ist auch hier in der Region. Ich steck ab. Und es geht auf die Autobahn. Angekommen und... Lenkrad einmal hier drehen. 89 Kilometer sind noch auf der Uhr. 130 waren es am Anfang, also 41 Kilometer verbraucht für eine Strecke von 44 Kilometern. Das war gut. Also es war am Ende auch viel Landstraße, wo man nur so 70 fahren durfte und dann immer wieder Ortschaft mit 50. Also bin jetzt nicht super schnell gefahren, aber ist gut. Die Produktionsleute machen Pause, checken das Auto ab und wir gehen
in die Produktion. Ja, klar, ja, sicher. Brigitte, Daniel, hi. Oh, Dankeschön. Ja, klar. Und Carole, ja, dich kennen wir ja schon, deswegen habe ich dich gar nicht mehr vorgestellt. Reinspaziert. Einmal ein rein mechanisches Lenkgetriebe. Mhm. Das geht in den VW Abprall. Dann haben wir noch hydraulische Lenkgetriebe hier, die wir produzieren. Das Ganze geht in den SLC rein noch. Ist das letzte Auto von Daimler, was wirklich noch eine hydraulische Lenkung hat. Mhm. Alle anderen sind schon auf das neue elektromechanische System. Das ist jetzt ein Modell, was wir hier seit 2009 hier an unserem Standort fertigen. Schutzkleidung bitte. Oh yeah, auf geht's. Da müssen wir einmal auf. Achso, Entschuldigung. GWG, Safety First. Habt ihr hier Staplerverkehr quasi, die dann in den Frühschichten hier die ganzen Fertigteile abholen und dann Richtung LKW dann eben transportieren. Wir können jetzt genau reingehen. Dazu müssen wir erstmal, weil wir haben ja Sicherheitskleidung gerade angezogen, über die sogenannte ESD-Schleuse. ESD, Electrostatic Discharge. Kannst du erklären, was genau jetzt mit meinem Körper passiert? Was macht die Maschine hier? Messen wir den ohmschen Widerstand des Körpers und der muss in einem bestimmten Bereich liegen. Er sagt Zutritt verweigert. Genau, wir haben jetzt hier im Grunde einen zu hohen Widerstand festgestellt. Abzureiben. Na komm, verlass meinen Körper schon. Ah ja, wunderbar. Aha. Ich bin halt elektrisiert. Richtig, genau. Hier sieht man schon mal die Lenkgetriebe. Wir haben das im Grunde in zwei Strängen unterteilt. Wir haben hier einmal rechts den Aufbau der Lenkgetriebe bis zu diesem Stadium. Und dann geht es hier in die Prüfstrecke rein. Wir prüfen die Lenkgetriebe auf Funktion. Den kompletten Prozessweg abgelaufen und das ist dann das finale Produkt. Hier ist fertig, wird vom Mitarbeiter in Empfang genommen, hier draufgepackt, wenn das voll ist, kommt die Carola mit dem Gabelstapler per Hand und trägt es nach China. Genau. So oder so ähnlich. Für mich war es einfach immer selbstverständlich. Ich sitze hinter dem Lenkrad und wenn ich links fahren will, drehe ich halt nach links, dann fährt es auch noch links. So, jetzt kannst du mir vielleicht einmal erklären, was genau passiert. So, ja. Du bist zum Lenkrad. Im Grunde lenken wir hier, links nach links. Nach links lenken wir. Die Lenksäule übertragt mit Linksbremsen nach unten. Meine Lenkbewegung nach unten über die Lenkspindel an das Lenkgetriebe. Hier haben wir einen Drehmomentensensor integriert, der dann diese Informationen weiterverarbeitet, über dieses Kabel hier an unser Steuergerät weitergibt. Dieses wandelt die Information dann in einen Drehimpuls für den Motor um, der dann den Zahnriemen antreibt und der aus einer Rotation eine Translation macht. Bewegt sich das Auto in die Richtung, in die man es haben will. Genau. So ist das. Und das Ganze mit Steer by Wire eventuell irgendwann? Genau. Hier abgeschnitten, richtig. Da abgeschnitten, einfach nur ein Kiebelchen. Und dann funktioniert es ohne. Man kennt es ja, sagen wir, auch aus dem PlayStation-Bereich, ne, ein Force-Feedback-Lenkrad ist dann hier quasi kleine Motoren drin, die dann das Fahrgefühl übertragen, auch über die Kabel an den Fahrer. Also auch clever, dass in dem Bereich Innovationen passieren und man sich den Bereich eventuell sparen kann, dann im Auto noch das Raumkonzept etwas anders gestalten kann. Assistenzmäßig wird einem ein bisschen geholfen, wenn man droht, die Spur zu verlassen. Dann korrigiert das Auto. Es gibt so ein, es vibriert ein bisschen. Man bekommt ein Feedback aufs Lenkrad und verlässt eben so dann nicht die Spur. Und wenn man jemanden überholen will oder auf der Autobahn, sagen wir, auf die linke Spur wechseln will, dann hat man hier eben einen toten Winkelwarner noch. Den NIO habe ich abgegeben. Hier kommen jetzt aus dem Model 3 meine Gedanken abschließend nochmal. Also 30 wirklich aufregende Stunden. Hab ein bisschen überzogen hinten raus. Das Werk war spontan noch drin, war so nicht
nicht geplant, aber sehr geil, sowas mal zu sehen, wie eben Teile, die in jedem Auto drin sind, tatsächlich entstehen. Und das hier mitten in Deutschland und dann auf der ganzen Welt erfolgreich eingesetzt werden. So, das war auf jeden Fall cool. Und der Nio, also einfach dieses hohe Sitzen, dieses SUV-mäßige, dieses viel Platz haben im Auto, ich mag das immer. Und das Model 3 kommt mir jetzt wirklich klein vor im Vergleich. Ich werde mich sicher auch schnell wieder zurückgewöhnen, aber gerade fühlt es sich fast an wie ein Spielzeugauto, leicht übertrieben. Was soll ich sonst sagen? Ne? 600 PS, das ist natürlich Fahrspaß, das ist cool. Von außen finde ich das Auto auch impulsant, gefällt mir optisch gut von außen. Innen die Verarbeitung ist total in Ordnung gewesen. Jetzt kein 100.000 Euro deutscher Premiumwagen, aber meist war alles da, was man so braucht. Beheiztes Lenkrad sogar, Massagesitze und wie gesagt von Materialien, Verarbeitungsqualität. Brauchst dich das Auto nicht verstecken. Für unter 60.000 in China, also hoffentlich kann das so auch auf den deutschen Markt kommen, würde den Elektromobilitätsmarkt auf jeden Fall bereichern. Größtes Manko aktuell, würde ich sagen, ist die Reichweite, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. So auf der Autobahn in Deutschland kommt man damit bestenfalls 250 Kilometer, würde ich sagen. Wenn man 140, 150 fährt, vielleicht auch nur um die 200. Der Akku wird, so habe ich gehört, auf 85 Kilowattstunden vergrößert, also ca. 20% mehr Reichweite. Das tut dem Ding dann sicher gut. Und ja, das sind meine Gedanken. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt zu diesem China-Flitzer. Schreibt gerne in die Kommentare, lasst uns weiter diskutieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich düse hier in den schönen Sonnenuntergang sicher bald hier in NRW und verabschiede mich für dieses Video. Ciao.